Willkommen zurück zu Super Mario 3D Land. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass die letzten beiden Parts immer das Wort Easter Egg im Titel hatten? Na gut, wir hatten in den letzten beiden Parts auch sehr witzige Easter Eggs. Aber keine Sorge, in diesem Part haben wir wieder einen innovativeren Titel. Wir machen weiter mit Welt 5-4. Es sei denn, ich finde jetzt auf ganz mystische Art und Weise ein Easter Egg in dem Spiel, was noch nie jemand gefunden hat. Das wäre doch mal was, oder? Okay, aber dieser Level hier ist auch ohne Easter Egg sehr gut. Hier, ihr merkt, er ist nämlich voll vom riesigen Monty Maulwürfen. Wie wir sie seit... Wow. Der war nicht erledigt. Ach so, ja, die müssen wir ja so immer platt stampfen. Okay, hier hinten haben wir eins ab. Okay, ja stimmt, in diesen Gängen war immer was drinnen. Okay, ich nehme mal die Feuerblume aus dem Inventar. Ist hier hinten vielleicht was drin? Ach so, so sind die verbunden. Hab schon verstanden. Okay, gut. So genau kann ich mich an den Level jetzt noch nicht mehr erinnern. Nur, dass hier die Montys hausen. So ähnlich wie halt in Super Mario World. Wer ja weiß, in Super Mario World, da war die Finalwelt ja, wie soll man das ausdrücken? Da war die Finalwelt ja eine Höhle und da waren auch so riesige Monty-Maulwürfe. Nur hatten die Brillen. Aber ich glaube, das sind laut Super Mario Wiki nicht die gleiche Spezies. Also diese großen hier, ich glaube, die muss ich genau mit der Feuerblume öfters treffen. Okay, das wäre jetzt aber wirklich was, wenn ich in dem Part irgendwie ein super mega Easter Egg finden würde. Okay, mal eine Frage, wie komme ich da eigentlich rein? Okay, ihr merkt, hier wird die Kamera so rangezoomt. Wie komme ich denn da oben rein nochmal? Schau mal nach, vielleicht über den oberen Gang? Das ist wahrscheinlicher. Okay, da oben ist noch eine, meine Güte. Hier laufe ich ja an allen Starcodes. Ach so, hier ist eine, hier kann man eben mit dem Block einfach hoch. Okay, tja, ja, aber der Level hier. Den habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so gut in Erinnerung, muss ich sagen. Hey Mario, wurzel dich rauf, mein Klempner. So, na endlich sind wir oben. Starcoin, ja, 1. Starcoin 2 holen wir uns gleich. Und Starcoin 3, naja. Es gab später, glaube ich, noch so einen ähnlichen Level, der so ähnlich aufgebaut war. Okay, hier können wir uns einfach reinquetschen. So wie in Super Mario 64 einst schon. Hervorragend, hervorragend. So, das war die... Hey, Checkpoint möchte ich schon mitnehmen. Okay, ja. Aber wenn ich in dem Part jetzt wirklich ein Easter Egg finden würde, was noch keiner vor mir entdeckt hat, der Witz musste einfach sein. Das habe ich mir eh gleich gedacht, dass ich den Part so anfangen wollte. Ich meine, in den letzten beiden Parts hatten wir ja ein Geister-Easter Egg und ein The Legend of Zelda-Easter Egg. Und das wäre jetzt wirklich was, wenn ich in dem Part ein Easter Egg finden würde, was noch keiner vor mir gefunden hat. Also Moment, ist das hier jetzt ein Geheimpfad oder geht's hier weiter? Aber ich glaube, ja, das ist ein Geheimpfad. Okay, wie jede Menge Montys, egal ob groß und klein, sie sind hier überall vertreten. Tja, Maulwürfe. Ich möchte nochmal dazu erwähnen, aber ich bin sicher, das weiß heutzutage eh schon jeder. Maulwürfe sind nicht blind. Die sehen nur nicht gut, weil sie halt unter der Erde leben. Die verlassen sich halt lieber auf ihre anderen Sinnesorgane. Aber, ich betone es noch einmal, sie sind nicht blind. Obwohl Captain Blaubeer was anderes gesagt hat. Naja, aber der hat sie ja so als blinde Passagiere. Naja, Captain Blaubeer. Ich bin sicher, den kennt jeder, oder? Kennt ihr Captain Blaubeer? Also ich persönlich... Achso, ja, ich denke mir, der kleine Mario dürfte unten hier durchkommen. Wie waren das jetzt nochmal? Ich glaube, hier waren einfach Dutzende Wege in Goldfelsen. Ich glaube, der hat einfach nur... Ah ja, stimmt, genau! Das wollte ich auch mal zeigen. Ich habe eigentlich gedacht, das könnte ich in dem Level zeigen und habe dann doch gedacht, nein, das kommt erst in dem späteren Level, dabei kommt es doch schon hier. Wenn man solche Felsen, das habe ich auch vom Nintendo-Kanal, also ihr wisst schon, der Kanal, ihr wisst schon. Ah, Moment mal, die Röhre, wenn ich in die jetzt wieder reingehe, komme ich in der mittleren raus. Habe ich die schon ausprobiert? Die? Ja, die ist die richtige. Meine Güte. Moment mal, vielleicht kann ich den Felsen da auch nochmal reinkicken. Immer wenn man Felsen in diese Röhren reinkickt. Nein, leider diesmal nicht. Okay, ich traue mir jetzt auch als Kleiner nicht, da die Goldfahne zu erreichen, denn... Naja, aber ich mag Montys. Hm? Captain Blaubeer, wer das noch weiß. Er war ja früher immer bei der Sendung mit der Maus dabei und Captain Blaubeer und die blinden Maulwürfe, zumindest waren sie nicht blind, aber blinde Passagiere waren es auf seinem Schiff und dann noch die Haifische. Ah, Captain Blaubeer, richtig genial, muss man sagen. Okay, ich habe doch Miiverse absichtlich nicht aktiviert. Da hat mir doch tatsächlich, kenne ich das Mii nicht? Hat mir da nicht ein Freund was spendiert? Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen. Also da kann man über Miiverse sich so Items zuschicken. Okay, das Mii... Okay, aber ich glaube, das ist keiner. Ich bin ja mit ein paar von euch, mit euch Abonnenten, über ein 3DS befreundet. Aber ich glaube, das war keiner. An so ein Mii würde ich mich erinnern. Mit Brille. Aber... Nö, ich glaube, das war keiner von meinen Abonnenten. Da hat mir einfach irgendjemand das Let's Play erleichtert. Vielleicht ist es ja ein heimlicher Abonnent von mir, der nur keinen eigenen Kanal hat. Kann man ja nicht wissen. Okay, Welt 5. Hm?
Oder er vielleicht so im Geheimen sagte, na gut, da ist jetzt ein neuer Abonnent aufgetaucht. Oder, na gut, neu ist er nicht, aber der hat neulich geschrieben von wegen, ja, er hat das UFO in Welt 1-3 gefunden. Oh, den Level, den liebe ich. Nämlich, der ist so schön positiv. Ihr merkt, im Untergrund sind, Moment. Ah, beim Zahn. Noch runterschlucken. In meiner Zahnlücke. Nicht Zahnlücke, Zahnloch. Ja, ich habe ein Loch im Zahn, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber welches Kind hat das heutzutage nicht mehr? Und da ist ein Stück Obst drin gesteckt. Aber keine Sorge, das lasse ich eh bald füllen. Aber nicht mit so einer Billigplombe, sondern mit einer guten Plombe, wo gefällt ist. Naja, aber das ist eine andere Angelegenheit. Was soll ich sagen? Ein Abonnent von mir hat gesagt, wie man das UFO in Welt 1-3 finden kann. Vielleicht schneide ich diesen unfassbar lauten LKW in der letztendlichen Aufnahme raus. Aber ich glaube, das werde ich machen, denn dieser LKW, der war gerade unfassbar laut. Die Wölkchen! Auch schon lange keine so schönen Wolken mehr gesehen, mit grinsenden Gesichtern und so. Aber wirklich schon lange nicht mehr. Und ich habe auch schon lange in dem Level keine Starcoin gesehen. Aber es ist die erste. Hervorragend. Ich habe nichts versäumt. Okay. Gut, und weiter nach oben. Und ich sagte, weiter nach oben. Ich glaube, ich drücke den anderen Knopf zu spät. Und hey! Einfach nur A drücken. Ich sagte nur A. Ich denke mir noch, wann stürze ich endlich ab? Okay. Warum auch immer das gerade nicht funktioniert hat, ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären. So, Moment. Nur einmal. Denn wenn ich ein zwei... Oh Gott, die Propellerbox! Die kapiere ich leider nicht mehr. Okay, ich konzentriere mich jetzt mal nur auf die Steuerung. Ich schaue jetzt auch gar nicht auf den Bildschirm, sondern auf den 3DS. So. So, wenn ich... Ah, wenn ich länger gedrückt halte. Okay, musst du mir noch mal kurz erinnern, wie die Steuerung überhaupt geht. Also wenn ich... Aber anders jetzt, Moment mal. Nö, so geht's. So müsste es gehen, so müsste es gehen. Okay, dann eben, ja, so, okay. Also, wo ich, um nochmal auf die eine, was zum, okay, ich bin noch in Sicherheit. Ich habe schon gedacht, ich meine, da oben hätte ich ja rein theoretisch gerade eben auch noch auf irgendwas landen müssen. Naja, was wollte ich gerade sagen? Die Windmühlen im Hintergrund. Sehr positive Aura, ich weiß nicht, das Spiel hat einfach so eine positive Aura, die ich einfach liebe. Die hat ehrlich gesagt auch Paper Mario Stickers da. Weshalb ich Paper Mario Stickers da ehrlich gesagt, obwohl es mir im Rückblick sehen jetzt doch eine kleine Enttäuschung war für Paper Mario Fans, hat mir Paper Mario Stickers da dann eigentlich doch gefallen, weil es halt einfach so eine positive Aura hat. Das werden jetzt viele wieder bemängeln und sagen, aber Stickers da ist doch voll schlecht. Für mich ehrlich gesagt nicht, ich fand es ehrlich gesagt sehr schön. Vor allem halt durch diese positive Aura, die fröhliche Musik und so. Da oben haben wir einen Dottili mit Propellerbox. Ich glaube, den müssen wir jetzt beobachten, oder? Propellerbohr. Oh, er fliegt tief. Er fliegt tief. Oh, die Starcoin da. Ganz da hinten ist er. Ich glaube, ich arbeite doch besser mit dem Steuerkreuz und nicht mit Neigen. Da hinten fliegt er. Da unten ist das Ziel. Aber ich neige ihn halt schon langsam, den 3DS. Da ist das Ziel. Und Todd versinkt im Nebel. Oder nein, er landet da unten. Okay. Ob er jetzt die eine Starcoin hinterlassen hat, habe ich jetzt gar nicht so genau aufgepasst. Aber da ist ein Starcoin. Und Taps. Ja, die Propellerbox. Was ich sagen wollte, solche Propellerboxen gab es natürlich schon in New Super Mario Bros. Wii. Das muss ich wohl nicht mehr dazu erwähnen, dass es die schon mal gab. Nur sagen wir es mal so, sie sind diesmal anders. Oh, oh, nein! Weh, wenn da kein Checkpoint war. Da war doch gerade ein Checkpoint, oder? Ja. Meine Güte! Die Propellerboxen habe ich echt schon vollkommen verlernt. Also die waren in New Super Mario Bros. Wii wesentlich einfacher zu bedienen. So. Und Taps. Okay. Nein, nicht so. Und Taps. Nein, nicht so. Springen. Und genau, na endlich mal. Mein Gott, dass ich die echt schon so vergessen habe, wie die gehen? Das ist echt peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist die letzte Starcoin noch schnell? Hat das nicht irgendwas mit diesem Riesenschwanz-Tanuki-Gumbas zu tun? Oder Maxi-Schweif-Gumbas? So hießen sie. Oh,
Denken wir noch, dieser Block da verrät einiges. Genau, hier ist wieder so ein Rad drinnen. Maxi-Schweifbumbas. Wisst ihr, woher ich den Namen so gut kenne? Die gab es nämlich in Mario und Luigi Dream Team als Gegner. Völlig random. Das war echt komisch, dass sie da auf einmal dabei waren in Mario und Luigi Dream Team. Das war echt eine ziemliche Überraschung, muss man sagen, dass die da auf einmal dabei waren. Das hätte ich nicht gedacht, dass da auf einmal die Maxi-Schweif... Wow. Wow! Und... Wo ist er, die Starcoin? Landen wir erstmal auf diesem kleinen P-Schalter da. Aber ich mag den Level hier. Der ist irgendwie... Ja, wie soll man das sagen? Er ist weitrangig, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist ja... Das war ja mal der Oberfail. Fail, fail, fail. Wo ist die letzte Starcoin? Da ist sie. Wie kommen wir dahin? Am besten würde ich vorschlagen, wir schweben so. So holen sie uns. Hervorragend. Landen hier. Genau. Und jetzt machen wir einen Abgang. Und fliegen ganz gemütlich ins Ziel. Da haben wir auch Parapünktchen. Habe ich auch noch gar nicht erwähnt, dass die Parapünktchen, die jetzt mittlerweile auch in Captain Todd Treasure Tracker und Mario und Luigi Paper Jam dabei sind, hier ihr Debüt hatten. Die tauchen ja mittlerweile überall vor, sogar als Fahrzeuge in Mario Kart 8, wer das noch weiß. Ich komme mir irgendwie voll retro vor. Das Spiel, muss man ja auch sagen, ist schon 5 Jahre her. Ne, wirklich. Ich finde es echt erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Okay, wir haben jetzt nebenbei merkt wieder ein Schloss. Wir hatten ja schon länger kein Schloss mehr. Das müssen wir nebenbei merken auch erstmal mit 50. Also ihr merkt, die Starcoins sind hier nicht optional, wie in den New Super Mario Bros. Spielen. Dieses Schloss müssen wir erstmal wieder ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal wieder ein Schloss. Schon länger nicht mehr gesehen. Das erste war ja in Welt 1, aber ich kann euch sagen, da ist auch nicht der echte Bowser drin. Da haben wir es wieder mit einem Bowser-Imposator zu tun. Ja, ja, aber was da auf einmal so Windräder im Hintergrund von dem einen Level auf einmal zu suchen hatten, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auf die Schnelle nicht. Ich meine, das Pilzkönigreich, sagen wir es mal so, hatte nicht gerade Stromprobleme. Haben die überhaupt Strom in ihren Häusern? Ich meine, in der Super Mario Bros. 3 TV-Serie wurde da nicht irgendwie was gezeigt. Aber andererseits, sie haben Herde. Obwohl, andererseits, das war ja auch nur in Paper Mario. Wie ist die Mehrzahl von einem Herd? Also ihr wisst schon, Herd zum Kochen. Wir haben ja in Paper Mario 1 und 2 gesehen, Omelette Tea, oder wie sie hieß. So kriege ich diesen Sprung hin. Hey! Hey, 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 hey. Ah ja, die Gegner da. Diese neuen, wie hießen die? Ich weiß nicht. Ich denke mir noch, hier ist irgendwo eine Star. Ah! Ich will da jetzt hoch. Na endlich. Wenn wir die ganzen Schwierigkeiten ja nicht machen brauchen. Huch. Ich stelle mich eigentlich auch ziemlich gut an, muss man sagen. Also als ich das Spiel das erste Mal durchgezockt habe, war ich wesentlich schlechter. Aber da war ich ja auch noch 9 Jahre. Wen haben wir da hinten drinnen? 2 Tots in 2 Farben. Da oben haben wir das Ziel. Da haben wir Hammerbrüder und mal wieder diese neuen drachenähnlichen Gegner. Ich glaube, hier ist auch eine Starcoin irgendwo. Oder? Ja, da oben. Okay. Naja, egal. Reden wir jetzt nicht mehr über das Stromversorgungsnetz des Pil... Oder, Moment mal, war es nicht so genau. Hier war eine Starcoin. Da müssen wir eben... Ich denke, ich muss keinem dazu sagen, dass die Lava instant dead ist. Also nicht so wie in Super Mario Galaxy oder Super Mario 64. Ist so wie in Super Mario Sunshine und halt den New Super Mario Bros. Teilen. Obwohl in Super Mario Sunshine, da war ja nur ein einziges Mal Lava dabei. Wer das war. Was? Ich habe eine Starcoin versäumt? Mir fällt gerade auf, das war die dritte, die wir gerade einkassiert haben. Wo ist hier noch eine, wenn ich fragen darf? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Glück habe ich da unten noch ein Pilzchen dringen. Wow. Wow, wow, wow. Hier irgendwo muss er sein. Das Band. Ach, ist wurscht. Okay, das weiß ich aber echt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo hier noch eine Starcoin sein soll. Uiuiui. Jetzt natürlich... Vorrahmen ist natürlich einfach, aber zurück ist alles andere als einfach. Ich glaube, hier genau, ich habe mir noch gedacht, das hier war ein passender Ort für eine Starcoin. Und jetzt lassen wir uns einfach mal drehen. Drehen. Um. Macht euch warmer Pop-Poker dank an. Um. Na, King Julian. Ja, da gibt es ja auch diese neue Serie mittlerweile. Aber reden wir jetzt nicht zu viel über Serien. Haben wir in dem Fall schon... reichlich genug. Da mir fällt ja nichts anderes ein, worüber ich reden könnte. Da
dann reden wir einfach mal darüber. King Julian, ihr wisst ja, ich liebe die Pinguine aus Madagaskar und ich bin sicher, der Bildschirm hat sich schon wieder verdunkelt, ich muss ihn mal wieder kurz anmachen. Es ist die Zahlung, lustigerweise, von Frapes, ich meine beim alten Frapes, also auf meinem alten, da haben wir wieder den Bowser, Imposator, wollen wir noch dazu sagen. Aber der Sprung, ich war gerade in der Luft, aber irgendwie wurde das gerade resettet. Egal. Können wir den jetzt theoretisch mit der Feuerblume platt machen? Probieren wir es mal. Das habe ich ehrlich gesagt nie wirklich probiert. So, und. Aufpassen. Das ist ja immer noch ein Tanuki. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich den platt machen kann, ob der gerade Schaden nimmt oder. Ich probiere es einfach mal, ohne ihn zu besiegen, den Level zu packen. Wehe, wenn er mich jetzt in die Lava gestoßen hätte. Und ja, welcher Schurke ist das in Wahrheit? Ihr wisst ja, das ist nie der echte Bowser, das ist immer nur ein Imposator. Genau, diesmal war es ein Kamek. Das Blatt möchte ich aber haben. Okay, gut, was wollte ich sagen kurz? Hier haben wir Tots, hier haben wir alle drei Starcoins und die Zahl bei Fraps. Also ihr wisst ja, da steht links oben immer so eine Zahl. Die habe ich jetzt ehrlich gesagt, also früher war es ja immer so, dass die Zahl auf 60 war bei meinem alten PC. Für die ersten Parts von Kirby Planet Robobot und Mario und Luigi zusammen durch die Zeit habe ich bei Fraps die Zahl, die da immer steht zum Aufnehmen, auf 30 runtergeschraubt und dann habe ich sie allerdings wieder auf 60 raufgeschraubt, weil ich gesehen habe, so läuft es flüssiger. Jetzt ist die Zahl aber auf 50 standardgemäß bei meinem neuen PC und jetzt war sie kurz auf 60 während dem Bildschirmausfall und jetzt ist sie wieder auf... Okay, hier mal wieder die Hintergründe aus Super Mario World. Super Mario World? Ah, wo ist denn der Brief hin, Mario? Erwartest du jetzt, dass das nach jeder Welt passiert? Ja, stimmt auch. Was haben wir diesmal? Na, so unbeholfen ist Peach aber nicht, die kann sich wehren. Haben wir ja eigentlich auch in Super Princess Peach gesehen. Also Peach, die tut nur immer so auf, help me. Okay, Welt 6. Ein wunderschöner Wasserlevel, den liebe ich. Der ist so, mal wieder so positiv. Und ich finde irgendwie, dieses Positive hat mir an Super Mario 3D World, ehrlich gesagt, sowas von gefehlt. Ich habe mir noch gedacht, hier hinten ist ein Starcoin. In Super Mario 3D World war meiner Meinung nach das Ganze nicht mehr so positiv und schön. Meine Meinung, ich weiß irgendwie nicht, aber gegen 3D World, weiß nicht. Das kann meiner Meinung nach nicht an die Mario... Moment, hier, das probiere ich jetzt mal aus. Nein. Okay, Rhythmus. Ich könnte hier Leben machen, sagen wir es einfach mal so. Ich könnte hier Leben machen, aber ich bin zu dumm dafür. Probieren wir es nochmal. Das war auch auf diesem Clip im Nintendo-Kanal. Ich habe über, sag mal, Nintendo-Kanal geguckt auf der Wii und da war halt mal so ein Video, Tipps, Tricks, Speedruns, Super Mario 3D Land. Das war eben im Jahr 2011. Ist eigentlich schon erstaunlich, wie alt dieses Spiel eigentlich schon ist. Schaut euch die Grafik an, die ist wunderbar, aber das Spiel ist echt schon 5 Jahre alt. Na gut, 2011 kamen einige sehr grafisch gute Spiele raus. Wie zum Beispiel, was hatten wir da? Sonic Generation? Bugsy! Obwohl Bugsy ist ja wieder ein anderer. Aber diesen Fisch da, den hasse ich. So, in dem Level wollte ich euch das mit dem Stein eigentlich zeigen. Das wurde auch im Nintendo-Kanal in diesem Level gezeigt. Und natürlich in dem Level kriege ich es nicht hin. Ihr wisst schon, dass mit dem Stein, was ich euch vorher schon gezeigt habe, dass dann ein Abbild rauskommt. Das habe ich überzeugt aus diesem Nintendo-Kanal. Mist. Jetzt bin ich ehrlich gesagt sauer, obwohl ein Abbild eigentlich in dem Spiel so sinnlos sind. Warum bin ich sauer? Ich habe keine Ahnung. Starcoin 2. Ja, und ich glaube, ich weiß noch so ungefähr, wo die dritte sich versteckt hält. Okay. Ja, und Super Mario 3D Land, was kam im Jahr 2011 noch raus? Da kam Sonic Generations, was sehr grafisch gut war. Dann hatten wir Kirby's Adventure Wii war 2011, das war auch sehr grafisch gut. Zelda Skyward Sword kam 2011 raus, das war auch unfassbar gut von der Grafik her. Das Let's Play ich auch im Moment, weil das war... Nein! Solche Fails, komm jetzt. Bam!
Na endlich! Ich muss natürlich schön, dieser Fail war absichtlich. Das war alles so geplant, damit ich euch das hier zeigen kann. Nein, natürlich nicht. War nur Spaß, aber... Ihr habt ja gemerkt, würde ich mich so ärgern, wenn ich absichtlich abgestürzt wäre? Oh. Die Münzen möchte ich haben, denn ohne Tanuki sehe ich an der Stelle schwarz. Zelda Skyward Sword kam noch 2011 raus. 2011 war halt so, da haben sie nochmal das Letzte aus der Wii rausgeholt. Denn 2012 kam ja dann die Wii U raus. Die war damals wahrscheinlich schon im Geheimen in Entwicklung, nur wurde halt noch nichts preisgegeben und so. Und ja, 2011 haben sie dann halt nochmal für die alte Wii unfassbar viele Spiele gemacht. War ja auch eine gute Idee, denn die Wii U ist ja dann leider sehr gefloppt, muss man sagen. Da war es noch eine gute Idee, die alte Wii nochmal mit sämtlichen guten Spielen, halt unter anderem mit einem neuen Zelda-Spiel, mit einem neuen Kirby-Titel und Sonic Generations kam für 3DS und für PC, aber nicht für Wii. Natürlich und für die Konkurrenz, also für PlayStation 3 und Xbox 360, aber nicht für Wii. Naja, Sonic Generations war halt so eine Angelegenheit, entweder HD oder 3D. Das wollten sie unbedingt für das Jubiläumsspiel vom blauen Konkurrenten Marios machen. Okay, wir wechseln zur Pyramide von der schönen Wasseridylle, von der schönen Wasserlagune zur Pyramide. Aber ich glaube, das hier ist wieder kein Zelda Easter Egg. Das ist wieder, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube nicht, oder? Oh. Und den Level weiß ich irgendwie gerade überhaupt nichts mehr. So, die Viecher, ich habe euch ja schon mal erzählt, wie man... wir haben es sogar mal gemacht. Ich glaube Patrick, oder? Patrick Star. Oh, SpongeBob. Oh Gott, diese Geräusche. Die liebe ich. Lifte? Den Level hier kenne ich überhaupt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Kenne ich echt nicht mehr. Als ob ich den nie gespielt hätte. Achso, es geht so nach oben. Hab schon verstanden. Wow, okay, hier oben. Da geht's durch. Gut, das ist ein Tanuki. Und den Level hier weiß ich ehrlich gesagt gerade überhaupt nichts. Die meisten Level des Spiels habe ich im Kopf, aber den hier irgendwie überhaupt nicht mehr. Naja. Und die Wii, die war ja eigentlich auch Nintendos größter Home-Konsolen-Erfolg, muss man sagen. Die hat sich ja verkauft wie keine Home-Konsole. Na gut, wie die PlayStation 2, aber die Wii ist die zweitbestverkaufteste Home-Konsole. Ich meine, 100 Millionen ist für eine Home-Konsole verdammt viel. Ich glaube, das haben nur drei Konsolen geschafft, nämlich die Wii, die PlayStation 1 und die zweite, soweit ich weiß. Ich habe mich da in letzter Zeit unfassbar viel mit den Verkaufszahlen von den Konsolen beschäftigt. Ja, und das war gut, dass sie ja gegen Ende der Wii nochmal, der Wii-Ära nochmal gut Spiele gemacht haben. Halt unter anderem Zelda Skyward Sword, Kirby und das magische Garn kam, glaube ich, auch noch im 2011 raus, oder? Ja, ich habe das halt immer so 2010 im Kopf, weil halt in Amerika und Japan kam Kirby und das magische Garn 2011 raus. Aber bei uns kam es erst 2000. Das war mit dem Block da gerade. Ich glaube, so kommen wir eh auf die Fahne oben rauf. Aber diesen Pyramidenlevel, den hatte ich gerade überhaupt nicht im Kopf. Verdammt, ich muss ganz ehrlich schämen. Der Part ist lang genug. Exzellente Länge und ich habe immer noch Bock zum Weiterzocken. Weil ich ganz einfach so Spaß gerade dran habe. Aber nein, ich glaube, das war's für den Part. Aber 2011, muss ich ganz ehrlich gestehen, das schönste Jahr meines Lebens. Unter anderem, weil da so viele tolle Spiele rauskamen und generell war es privat gesehen auch ein sehr schönes Jahr für mich. Gut, im nächsten Part dann wieder mit dem Geisterhaus. Tschüss.